Hallo Leute und willkommen zurück zu Angela's Wedding Disaster. Wir starten mit Kapitel 4. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, was sie brauchen. Sebastian hat die Leitung des Ladens in deine Hände gegeben. Bereite die Kleider für den Tagesanfang vor. Okay. Und wir haben ziemlich viel Kohle. Ich würde sagen, erstmal das hier, dann das hier. Und das war's auch leider schon. Okay. Oh, das sieht aber voll schön hier aus mit dem Koi-Teich und so. Ich liebe es hier. Die japanische Mode ist so elegant. Schön, dass es dir gefällt. Natürlich erwarte ich dieselbe Eleganz von dir. Was ist schließlich das Wichtigste auf der Welt, Angie? Den Kunden zu geben, was sie wollen? Nein, nein, nein. Du musst ihnen geben, was sie brauchen, Angela. Gib ihnen niemals, was sie wollen. Verstanden? Ich denke schon. Zwei sehr angesehene Personen kommen später vorbei, die auch zufällig gute Freunde von mir sind. Ihre Hochzeit steht kurz bevor. Ich vertraue darauf, dass du dich während meiner Geschäftsreise um sie kümmerst. Geschäftsreise? Warte mal, heißt das etwa, dass ich den Laden ganz alleine führen muss? Ganz genau. Kann ich dir diese wichtige Aufgabe anvertrauen? Du kannst dich auf mich verlassen. Okay. Da bin ich sehr gespannt auf seine Freunde. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit Kleid Nummer 1. Und du bekommst die Ohrringe mit den Puscheln hier dran. Bitte schön, meine Liebe. Habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit weiterzumachen? Du möchtest auf jeden Fall das weiße Kleid und einmal das hier. Bitte schön. So, dann ziehen wir da oben nochmal ein bisschen durch. Jetzt hat sie sich schon entschieden. Okay. Aber, ach, wisst ihr was? Ich ziehe das jetzt komplett durch. Dann haben wir wenigstens das eine schon und dann können wir hier vielleicht eine Kombo oder so machen. Beim Servieren müssen wir mal gucken. So, Nummer 1 und du bekommst die wundervollen Ohrringe. Ja, echt. Also ich bin gespannt auf die Leute, die da von ihm kommen. Ziehe ich das jetzt auch komplett durch? Nee, komm, wir machen mal bis 20 oder so. Das passt schon, dass wir da auf jeden Fall noch eine Kombo machen. Achso, du wolltest 2 Uhr, Entschuldigung. Und wir müssen gerade noch alleine aufräumen. Es sieht aber echt ganz schick hier aus, ne? Also gefällt mir. So auf den ersten Blick. Ja, wer weiß, was da noch alles kommt, ne? Hier das Kleid für dich. Und dann muss ich da oben auf jeden Fall weitermachen. Cool. Das finde ich aber ehrlich gesagt auch super schön. Erinnert mich ein bisschen an eine Tapete in Sims, oder? Ist da nicht eine Tapete? Ah, nee, das ist ein Bild. Es gibt ein Bild in Sims, was so aussieht. Auch geil irgendwie, ne? Ach Leute, da fällt mir ein, dass ich unbedingt mal wieder Sims spielen muss. Ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe ja was vor und ich habe es auch schon vorbereitet alles, aber... Ach, ich weiß auch nicht. Zum einen ist es die Zeit. Also jetzt momentan laufen gerade 3 Projekte und mehr schaffe ich auch im Moment nicht. Ich gehe ja seit Anfang des Jahres wieder ganz normal in Anführungsstrichen arbeiten und mehr als 3 kriege ich da, glaube ich, nicht hin. Und zum anderen, ja, weiß ich nicht. Es gibt immer so Momente, wo ich total Bock auf Sims habe und so. Und dann spiele ich mal. Also jetzt, was möchtest du denn? Ach so, hiervon. Als das letzte, was muss ich denn da machen? Ach so, zusammenlegen oder wie? Turban binden? Keine Ahnung. Ja, als das letzte Gameplay-Pack oder was auch immer das war, rauskam. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Da hatte ich im ersten Moment wieder total Bock und dachte mir so, ja, geil, Sims ist doch total super und so. Ja, und dann, einen Tag später, wenn ich dann denke, so, hey, jetzt Sims aufnehmen, habe ich irgendwie keine Lust. Aber ich weiß, dass viele von euch das sehen wollen und so ein bisschen vermisse ich das auch. Ich muss mal gucken. Also, wenn wir diesen Angela-Teil jetzt hier durch haben, dann ist ja kein anderes ähnliches Spiel mehr da, glaube ich zumindest. Außer bis dahin kommt ein neuer Emily-Teil, was ich aber nicht glaube. Oder ein neuer Hearts Medicine-Teil, aber eigentlich müsste das auch noch ein bisschen dauern. Und von daher... Ja, vielleicht ist dann mal wieder Zeit und Lust da, um ein bisschen Sims zu spielen. Weil, wie gesagt, ne, ich habe was vor, ich habe was vorbereitet, ich habe hier die ganzen Aufnahmen, die ich brauche, schon auf dem PC und ach ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, schade, keine 3 Sterne. Dafür aber eine Errungenschaft, ich weiß nicht warum. Kunterbunte Kopien, okay. Oh. Hallo, wir suchen... Ach du meine Güte, Josh Kennedy, Yuki Noriaki, weltbekannt aus dem Fashion Fire Magazine. Kenny, ich liebe ihre Fotos, nur sie können Models als Göttin ablichten. Und Miss Noriaki, ihr kleiner Finger strahlt mehr Anmut aus als 10 Models zusammen.
Schön, dich kennenzulernen. Du bist nicht zufällig Angela, oder? Das bin ich, Angela Napoli. Sebastian hat mich darum gebeten, euch bei den Hochzeitsvorbereitungen zu helfen. Perfekt, wir wissen genau, was wir wollen. Traditionelle japanische Trommeln. Begleitet von einer amerikanischen Punkband. Kimonos für die Brautjungfern. Und Smokings für meine Trauzeugen. Das wird einfach umwerfend. Okay. Ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen. Irgendwie. Okay, ja, das will ich doch hoffen. Oder? Gib Yuki und Josh das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, indem du all ihre Wünsche erfüllst. Aber natürlich, das mache ich doch gerne. Der Star aus New York. Hey Kitty, ich bin's. Du wirst nicht glauben, was mir heute passiert ist. Sag jetzt bitte nicht, dass du schon wieder verhaftet wurdest. Nein, Dummerchen. Eines der angesagtesten Paare aus New York ist hier. Ein Fotograf und ein Model heiraten. Wie romantisch ist das denn? Angesagtes Paar aus New York? Wer soll das denn sein? Josh Kenny und Yuki Noriaki. Sie sind in... Warte, hast du Yuki gesagt? Sie ist eine Freundin und Klientin von mir. Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen. Echt? Wow, die Welt ist doch ein Dorf. Sie ist jetzt gerade hier, wenn du sie sehen willst. Das müsste klappen. Ich mache schließlich gerade Pause. Okay. Oh, das wäre so super, wenn die Kitty uns jetzt hier ein bisschen hilft, oder? Neue Produkte, so was ist das? Sind das Ohrringe? Keine Ahnung. So, ich kann gerade noch keine Kleider und nichts vorbereiten. Ist sogar sehr gut, dass ich hier momentan nicht nähen muss. Was ist das denn hier? Ich habe keine Ahnung, vielleicht zufällig... Oh, grüner Tee. Moment, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und dann bringe ich dir erstmal das schlichte weiße Kleid. Oh, da kommen später bestimmt noch so krasse Sachen dazu, ne? Dass wir dann auf das Kleid noch irgendwas draufsticken müssen oder so. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Oh, Yuki ist total happy, ne? Das freut mich. So, machen wir da eine Kombo. Cool. Cool. Ja, natürlich. So, er überlegt, was möchte er? Möchtest du Tee oder whatever? Was macht er damit? Sieht man gar nicht. Okay. Naja, solange ich es nicht auffüllen muss, ist alles gut. Hallo. Oh, Moment. Ah, was ist das denn? Ah, okay. So, das habe ich jetzt für dich. Kann ich das für dich auch schon direkt mitnehmen? Und du bekommst die Ohrringe. Und dann bekommt die Yuki das wunderbare Kleid hier. Cool. Oh, endlich mal was anderes als immer nur hintereinander klicken. Jetzt auch mal ein bisschen halten. Was für eine große Herausforderung. Also zwei für dich. Wie heißen diese Dinger eigentlich? Sind auch so sehr traditionell japanisch, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, mein Lieber, du bekommst dann wieder den grünen Tee oder was auch immer es ist. Und wir haben schon Stern Nummer 1. Das ist doch super. Und für dich gibt es zweimal Ohrringe. Also hier wird auf jeden Fall nichts mehr hinzukommen. Das finde ich ja schon mal, ehrlich gesagt, ganz gut. So, Turban binden, wobei... Na doch, es ist ja ein Turban, aber... Ein japanischer Turban dann einfach. So und so, bitteschön. Und für dich haben wir auch die Ohrringe. So, abkassieren und aufräumen. Cool. Ja, diesmal könnte es tatsächlich was werden mit den drei Sternen. Eine Bestellung noch für euch. Das ist doch bestimmt wieder er, der den Tee haben möchte, oder? Lass mich raten. Ja, natürlich. Komm, bringe ich dir erst den Tee, dann bringe ich dir das hier. Und dann kassiere ich einfach mal. So, 1, 2 und... Na, komm schon. 2 und 3. So, das dann für dich, meine Liebe. Oh, das ist so schön hier hinten. Ich mag das so mit dem Koi-Karpfenteich. Mit dem Stein und mit dem Windspiel. Das sieht schon ganz nett aus. Ach Mist, ich hätte eigentlich warten sollen, was sie bestellt. Dass ich das hier auch auf jeden Fall hinbekomme mit der Punktzahl. Das würde mich echt freuen. So, ihr seid soweit fertig. Ja gut, zwei, drei Leute kommen bestimmt noch. Dir bringe ich das schöne blaue Kleid, was aussieht wie die Sims-Tapete. Nein, wie das Sims-Bild, meinte ich doch. Ja doch, da gibt es so eins. Und das ist sogar eins, was ich öfter mal nutze. Also genutzt habe damals beim Einrichten. So, das hier ist für dich, bitteschön. Ach, du möchtest noch was? Okay, ich hatte jetzt da auf eine Kombo gehofft. Aber jetzt kann ich nur eben warten, oder? Jetzt stellst du dich dahinter, jetzt bist du erst dran. Ja, komm. Komm, das machen wir. Für dich sind nämlich die Ohrringe. So, dann kassiere ich ganz schnell und räume da nochmal fix auf. Stunning. Ja, wir haben es. Leute, endlich mal wieder. Das ist schön. Incredible. Incredible. So, mal gucken, was die Kitty jetzt sagt, wenn sie denn überhaupt kommt. Ah.
Hallo Angela. Hallo Yuki, erinnerst du dich an mich? Kitty, was für eine Überraschung. Ich habe dich seit der Verhandlung nicht mehr gesehen. Naja, für gewöhnlich will man seine Anwältin ja auch nicht allzu häufig sehen. Okay, Schatz, jetzt bin ich aber doch neugierig. Warum warst du vor Gericht? Ein Stalker ist aus einem Baum gefallen, als er mich während eines Fotoshoots ausspionieren wollte. Er wollte Yuki auf Schadenersatz verklagen. Stattdessen hat Kitty ihn vor Gericht gezerrt und der gesamten Welt gezeigt, dass er nur ein schmieriger Stalker ist. Wow, Kitty, davon hast du mir nie erzählt. Normalerweise bist du zu beschäftigt. Oh. Oha. Tut mir leid, die Arbeit ruft. Das kann nicht warten. Geht mir auch so. Also, das war echt nett, wenn auch etwas zu kurz. Okay, ja gut, wenn beide so viel arbeiten, sollen sie mal machen, ne? So, nächstes Bonuslevel. Du erhältst nur Punkte, wenn du die Kunden schnell bedienst. Ja, gut. Sollte aber machbar sein, ne? Dafür werden sie in den Umkleiden geduldiger. Viel schneller herstellen. Ja, ich weiß ja noch gar nicht, ob das jetzt schon hinzukommt. Beziehungsweise dann wahrscheinlich erst im nächsten Level. Ja gut, die Kunden schnell bedienen, das sollte doch echt machbar sein. Also das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Dann kann ich halt... Oh, dumm, ey. Dann kann ich halt hier wieder nicht so viele Kombos machen. Das für dich. Dann bringe ich dir den Turban. So, 50 Punkte hat die nette Lady mir gerade schon gebracht. Na, das ist doch schon mal was. So, das hier für dich und zweimal das weiße Kleid. So, ich habe dich bedient und du bist auch fertig. Kann ich denn jetzt? Pass auf, dann machen wir das jetzt so um, dass wir da auf jeden Fall eine... Ach nee, Kombo zählt ja gar nicht. Ich erhalte ja nur Punkte durch Schnelligkeit. Also von daher muss ich hier gar nicht wirklich auf Kombos spekulieren und warten. So, das für dich und das für dich. Hallo Karl, mein Lieber. So, das für dich, nochmal das für dich. Oh, dann wird das aber hier auch schwer, ne? Mit 3 Sternen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Wir haben gleich schon die Hälfte und erst 350. Ach ja, hier muss ich halten. Na gut, wenn ich weiter so rumtrödel, dann wird das auch nichts. So, dann kassieren wir direkt. Für dich ist das Kleid und die Ohrringe kommen auch nochmal dazu. Dann räume ich eben schnell auf. Dann nehmen wir den Haarschmuck mit und dieses Ding, was bestimmt auch einen Namen hat, den ich aber nicht weiß. So, nochmal das und die Ohrringe. Na, 625. Mal schauen. Was da noch so bei rumkommt. Was kann ich dir bringen, meine Liebe? Einmal das hier und den Turban. Und für dich sind dann gleich... Ach ja, die Ohrringe. Hast du aber jetzt schon mitgenommen. Ach nein, das sind ja keine Ohrringe. Mensch, ist doch Haarschmuck. Könnten aber auch Ohrringe sein. So, das ist dann für dich. So, hier räume ich ganz schnell auf. 2 davon für dich. Dann einmal das und die Ohrringe. Stern Nummer 1. Supi. Das ist schön. Yay, sie freut sich auch. Und was kann ich dir bringen? Den Haarschmuck und den Turban. Und für dich ist einmal das. Und für dich haben wir das hier und die Ohrringe. Bitteschön. Nein, nein, das war falsch. Ich hoffe, es war trotzdem noch schnell. So, hier wird aufgeräumt. Leute, wir packen es doch. Ey, das hätte ich ja gerade niemals gedacht. Da haben wir jetzt doch noch ein bisschen was rausgerissen, ne? Cool. Wow. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. So, sehr schön. Wow, sogar weit über dem dritten. Das ist ja mal eine Seltenheit in diesem Let's Play. So, ich würde sagen, das nächste Level machen wir noch, oder? Das müssten wir hinbekommen. Das ist doch ganz einfach. Kann Kitty mit der Verantwortung umgehen? Vielleicht hilfst du ihr besser ein wenig. Oh, Kitty, was ist denn da los bei dir? Und dann sagt er, Einspruch. Ich erhebe Einspruch gegen den Einspruch. Es wird höchste Zeit, dass ich zurück ins Büro fahre. Darf ich dich vielleicht kurz etwas fragen? Solange es keine rechtlich verbindliche Aussage von mir erfordert, sicher. Josh und ich wollen für unsere Trauung speziell angefertigte Ringe, aber der Juwelier will den Auftrag nicht ohne einen Vertrag übernehmen. Könntest du uns helfen? Aber sicher doch, das hört sich einfach an. Ich kümmere mich in meiner Mittagspause darum. Könntest du dann vielleicht auch gleich die Ringe abholen, wenn du schon einmal da bist? Was zur Hölle? Ich würde es ja selbst tun, aber Josh und ich haben unser erstes gemeinsames Fotoshooting. Kein Problem, du hast viel zu tun, ich kümmere mich darum.
Bist du dir ganz sicher, Kitty? Bist du nicht zu beschäftigt? Ich muss ja nur einen Vertrag durchlesen. Das ist doch ganz einfach. Okay. Jetzt soll sie die Ringe abholen? Was zur Hölle? Ist auch ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ruf Kitty an, um ihr zu helfen. Okay, die meldet sich dann, ja? Also das Handy meldet sich. Und wir haben da oben jetzt Schuhe. Das ist natürlich sehr gemein. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass hier oben noch was hinkommt. Naja, gut. Wenigstens kein Minispiel, wo ich irgendwas machen muss. Da bin ich ja schon mal beruhigt. Dann kommt hier wahrscheinlich auch noch was hin, ne? Ich bin auch gerade noch alleine hier beim Aufräumen. Oh Mann, oh Mann. Cool. So, das Telefon klingelt. Ich bringe aber jetzt erstmal das Kleid vorbei. Na, ich glaube, wir brauchen doch wieder die Stacy, die uns hier ein wenig hilft. Hey Kitty, sag Bescheid, wenn du Hilfe beim Abholen der Ringe brauchst. Okay. So, Turban für dich, meine Liebe. Und zwei Ohrringe für dich. Vielleicht können wir hier mal wieder eine Combo machen. Ist sie da jetzt mal fertig? Ah ne, das dauert mir zu lange. Dann machen wir mit den beiden einfach eine Combo und räumen hier auf. Cool. Jetzt haben wir zum Glück schon mal zwei Umkleidekabinen. Oh, hallo Karl. Ich meine es ernst, Kitty. Ruf mich zurück. Du vergisst die Welt um dich herum. Bla bla bla. Was auch immer. So, das schöne Tapetenbildkleid. Dann nehmen wir den Haarschmuck mit und die Schuhe mit. Sind das nicht die gleichen Schuhe, die wir auch im Level davor hatten? Waren das nicht echt exakt die gleichen? So, du möchtest das Kleid und die Schuhe. Das gibt so viel aufzuräumen. Stacy, wo bist du nur? Wo bist du nur, Stacy? Danny. Kitty, hier ist Angela. Ich werde dich zurückrufen. Ich habe gerade viel zu tun. Alles klar. Ist die Gute also jetzt schon voll im Stress, oder was? So, dann machen wir das Kleid fertig. Dann holen wir das, bringe ich dir das und dann bringe ich ihr die beiden anderen Kleider. Smart. Smart. So, einmal die Schuhe. Oh, ich hasse das, ey. Da dann einmal komplett rumrennen. Warum? Warum macht man das? So, Moment, Moment, Moment. Ich mache das mal eben so, so. Und dann gehen wir kurz ans Telefon. So, wie gesagt, ich bin kein... Ja, genau, du bist keine Workaholic. Okay, okay, so, einmal das Ganze hier zuschnüren. Und für dich ist das Kleid und dann kassiere ich mal. So, dann haben wir den Kopfschmuck und die Schuhe. Dann wird erstmal aufgeräumt. Ich glaube, dann räume ich die auch direkt auf. Dann mache ich hier die Ohrringe für dich. Und dann haben wir da nämlich eine Dreier-Kombo. Sharp. Sharp. So, dann muss ich aufräumen. Dann nehme ich das Kleid von hier oben mit. Amazing. Amazing. Schön. Boah, Angela, ich habe das Gefühl, du bist so langsam in allem. Oh Mist, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich noch die Schuhe mitgenommen. Nee, echt jetzt, die füllt so langsam auf und weiß ich nicht. Aber na gut, also das kommt mit, das kommt mit, das ist für dich. Dann mache ich dir deine Corsage zu, meine Liebe. Oder zieh den Reißverschluss hoch oder was auch immer du gerade von mir möchtest. So, dann haben wir die Ohrringe und das Kleid. Cool. Und das könnte knapp werden. Das schaffen wir nicht. Wie viel bringt sie uns? Nee. Doch! Boah, das passt genau. Wir kriegen doch jetzt 50 nochmal dazu. 40. Incredible. Ach, krass. Ach so, weil ich aufgeräumt habe und weil alles aufgefüllt ist. Ach, super. Das ist schön. Sieh dir das an. Ich habe einige Fotos gemacht, die perfekt die Stimmung für unsere Hochzeit beschreiben. Blumen und Parks? Hochzeitskleider? Ich will das sehen. Oh, Hochhäuser? Das ist anders. U-Bahn-Stationen, Punkrock-Clubs, die amerikanische Flagge, auch das noch. Ich will, dass unsere Hochzeit die Essenz von Manhattan verkörpert. Also, das ist wirklich etwas? Es ist perfekt. Wir schaffen einen wunderbaren Kontrast, wenn wir diese Stimmung mit der ruhigen japanischen Ästhetik vereinen. Im Ernst? Das ist eine großartige Idee. Wir repräsentieren mit unserer Hochzeit den Konflikt der modernen Gesellschaft. Ja, und mein Kleid soll auch genau das ausdrücken. Okay, etwas abgefahren, aber ich glaube, dass ich das hinbekomme. Boah, wehe, die quatscht da wieder rein. Hoffe ich. Ja, es hört sich aber jetzt so an, als würde sie es einfach durchziehen, auch wenn es nicht ihrem persönlichen Geschmack entspricht. Gut, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!